Herzlich willkommen beim Best of Interior Award 2019. Ich freue mich, Sie hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. Sie, das sind natürlich nicht nur die Gäste, sondern auch die Teilnehmer des Best of Interior Awards. Ich freue mich besonders, dass wir heute Abend hier sind, um den besten Innenarchitekten des Jahres zu prämieren im privaten Wohnbereich mit großartigen Projekten. Es ist ein wunderschönes Jahrbuch geworden mit wirklich einem tollen Teilnehmerfeld. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Innenarchitektur, es ist auch ein wachsendes Spielfeld. Man muss auch sagen, dass gerade in Deutschland, ich meine in Frankreich oder in England hat man oder in den angloamerikanischen Ländern schon immer viel mehr Innenarchitekten angeheuert. Der ganze Bereich Innenarchitektur, Interior Design ist einer der wichtigen Bereiche in unserem Verlag. Seit 130 Jahren beschäftigen wir uns damit, wie Leute wohnen, mit der Ästhetik der schönen Dinge. Also mein Lieblingskonzept, muss ich sagen, das verbindet so ein bisschen das Ländliche mit dem ganz Modernen. Man hat das Gefühl, die Mailänder Möbelmesse trifft irgendwie auf die Alpen. In diesem Fall darf man besonders stolz sein auf die Kombination von Alt und Neu, dass es uns gelungen ist, die historische Hülle zu bewahren, sie zu respektieren und sie dennoch aber mit dem nötigen Zeitgeist anzureichern. Wie ein kleiner Crashkurs Interior Design, wenn man dieses Buch liest. Und jeder, der sich damit befasst, kommt, glaube ich, mit ganz viel da wieder raus.